Er ist mir hart auf den Fersen. Ah, ist genau, nimm ihn! Enzo, du machst eine sehr gute Figur. Ja, also ich muss jetzt irgendwie an irgendwas an, irgendwie brauche ich muss was essen. Das Problem. Hier müsste so ein Kanikel drin sein gleich. Ich versuche Sachen zu finden, aber wie gesagt, es sind keine Fische mehr am Start. Ja, du kannst hier oben Trockenfleisch essen. Dafür haben wir es ja aufgehängt, Mann. Freigeschaltet, Monster, weil ich ein Kaninchen getötet habe. Ich muss mal hart was essen. Haben wir noch irgendwo Essen? Trockenfleisch oben. Kann man das jetzt essen? Ja, kannst du. Einfach E drücken. Sei nicht so genervt. Das sind Fragen, die haben wir schon vor 3 Folgen geklärt. Ja, aber ich habe eben festgestellt, dass man es eben noch nicht essen kann. Doch, du kannst es essen. Nein, es ist noch nicht fertig. Chris, jetzt stell dich nicht so an. Es ist noch nicht fertig, Martin. Martin. Ja, ohne Mist, ich habe noch kein Ess-Smiley. Ich suche Lebewesen. Hier. Perfekt. Federn. In unserer Hütte baue ich jetzt mal so einen Pfeilkorb, ne? Da können wir nachher Pfeile reintun. Und noch so 2-3 andere Sachen. Penisse. Dildos. Haben wir Knochen schon? Neue? Noch nicht, aber ich baue hier gerade auch Knochen. Ey, die haben meine Rüstung kaputtgeschlagen. Knochensammelding-Dinge halt. Nur, dass ihr schon mal gehört habt. Gibt es Fallschaden? Ja, wa? Ja. Jibbelt. Natürlich, das ist realistisch. Realistisch und ein Baum wächst in einer Nacht nach. Natürlich, was hast du denn gedacht? Was ist los mit dir? Hast du noch nie bei The Forest einen Baum gesehen? Ohne Scheiß, Mann. Wir sind hier in einer alternativen Universum. Deswegen. Sag mal, ich sammle. Die Bäume schnell und die Elbenmenschen essen einen. Ich sammle die ganze Zeit von unserem Gelände Steine und immer wieder sind neue Steine da. Wo kommen die denn her? Die wachsen wie Bäume, nur schneller. Ach so. Wollen wir am nächsten Tag mal nochmal runtergehen irgendwo? Ich würde gerne hier eine zweite Stufe haben wollen, irgendwie oder eine erste Stufe. Wieso wird das nicht funktionieren? Das ist zu tief. Lass mich doch mal ausprobieren. Ja, ist okay. Ich muss meine Erfahrungen selber machen. Ja, ist okay. Alles klar. Entschuldigung, ich wollte auch nichts. Ich sehe gerade. So, stell mal kurz einen Baum. Ach cool, Enzo. Ja, hast du hier oben so ein Dings hingebaut? Ein Vogelhäuschen? Ich bin maximal verwirrt gerade. Das verstehe ich, glaube ich, das bist du immer. Das ist auch wieder wahr. So. Alles klar, Holz. Ich habe Holz vor der Hütte. Sehr gut. Baumstämme und. Diese. Komm, riech mal am C. Können wir irgendwie eventuell noch eine zweite Treppe hier hinten reinbauen oder so? Oder eine Stufe zumindest? Hä? Was ist das denn? Hier riech mal am C. Was ist das denn? Was denn? Was? Ich hab meinen Stock geupgradet. Ist doch gut. Nee, es ist total behindert. Ich hab da eine Feder reingesteckt und der Baumharz. Ich hab Ja, du hast jetzt eine Fackel. Das ist keine Fackel. Eine Fackel sieht anders aus. Doch, es ist eine Fackel. Oh, ernsthaft? Nein, das ist ein geupgradeter Stock. Da ist eine Feder dran mit ein bisschen Baumharz. Und Stoff. Essen. Richtig? Nein, da ist kein Stoff dran. Nur eine Feder und Baumharz an einen geupgradeten Stock. Das war's. Vorsicht, nicht mit Vorsicht runtergehen. Da könnten Monster auf uns warten. Ja, Ich höre sie schon. Ja. Also es könnten auch ganz normale Tommys Brunftgeräusche sein, aber es... Ja, das sind meine Darmgeräusche, die... Auf jeden Fall liegen hier viele Einzelteile. Da sind unsere bald dazwischen. Ui! Ich habe irgendwo einen Speer. Ach ja, einen Speer habe ich ja auch noch. Ah, ich habe einen geupgradeten Speer. Alter, hab ich mir jetzt erschrocken, ey, du Scheißvieh. Ist hier Gefahr? Ich hole meinen guten Speer raus. Wo denn? Da oben. Ja, ah! Gib ihm. Ich nehme schon mal die linke. Mit den Brüsten. War ja klar, dass du wieder die mit den Brüsten nimmst. Ja, gar nicht wahr. Kannst du auch die mit dem Pimmel nehmen. Also ich würde es tun, aber es wäre halt schon auch merkwürdig.
Verdammt, Tommy, hör auf, deine Navigationsskills hier auszupacken. Wir sind, genau, auf der anderen Seite vom... Cool. Ich brauche auf jeden Fall was zu trinken. Ja, haben wir gleich hier unten. Hier unten finden wir ein paar Koffer. Und hier sind, guckt mal hier, hier sind so Beeren. Die blauen Beeren kann man essen und die machen Hunger und Durst weg. Oh, ich sehe gerade, da hinten ist irgendwas. Ist das auf der Insel? Könnt ihr das erkennen? Ist das ein Schiffswrack? Das sieht aus wie ein Schiffswrack, ja, durchaus. Das ist neu tatsächlich. Also, so neu, dass ich es noch nicht kenne. Dann wollen wir da hin, oder was? Ich würde es mal versuchen. Also, wir müssen jetzt nicht alle schwimmen. Ich schwimme gerade rüber. Haltet mal die Stellung und guckt mal, ob er... Und dann bleib ich hier. Denkst du so, ja, ja, das ist ein Haufen Haileichen am Wasser. Macht mal. Im Wasser. Ich hasse den Ozean. Mach mir ein Andenken mit. Ja, das wäre mega Asscrack, Mann. Imagine. Komm, bei dir ist irgendwas. Es wird dunkel, ja? Kommt ihr zurück? Nein. Wir sind schon auf dem halben Weg. Ihr seid immer noch nicht da? Nein, wir sind immer noch nicht da. Wir sind auf dem halben Weg. Wie gesagt, der Weg ist ziemlich weit. Wir sind Gott. Wir sind im Wasser, Steven. Der Weg ist verdammt weit im Wasser. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tommy, aber das sieht mir aus nach Heizzentrale. Na, jetzt bin ich fast da. Ich habe hier gerade einen Hammerbolzen. Hier ist das Schiffswrack, sag ich doch. Ach, tatsächlich. Das ist aber nicht so geil. Hilfe! Steve, sorry, aber... Das wird nichts. Zur Not komm ins Wasser. Und tot. Echt jetzt, oder was? Drei auf einmal. Aber ich sollte ja die Stellung halten. Ja, Stellung halten bedeutet überleben. Sie fressen mich. Nein, du bist ja nicht. Es kann sein, dass du... Achso, du bist richtig tot, okay. Alles klar. Für immer. Permadeath. Was? Ich fang... Ist das euer Scheiß Ernst jetzt? Ja, du bist jetzt ein Flieger. Fickt euch hart. Ich bin schon dreimal von dort hinten hergelaufen, Steven. Was erzählst du denn? Digga, mein Menü ist komplett leer. Ich hab gar nichts mehr. Ja, natürlich, du bist gestorben. Glaubst du, du wachst auf von den Toten oder so ein Zeug und hast dein ganzes Zeug? Ja, realistisch. Ja, realistisch. Oh, wei.